Da bleibt mir die Spucke weg. Ja, Lola, Satz mit X, das war wohl nix, ha? Klar, du bist ja eigentlich da, um geschlagen zu werden. Um den Champion zu küren. Pa! So viel zu meinem Plan, dich wegzuputzen. Um selber Champ zu werden. Nee, das leider nicht. Aber gut. Das hat schon mal gut geklappt. Das heißt, nur noch ein Gegner steht uns davor. Und da das ja neu ist, dürfte es ja keinen aktuellen Champ geben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Professor selbst dann nochmal gegen uns antreten wird. Hoppla. Das kann ich mir gerade zu gut vorstellen. So. Wo sind die Supertränke? Da. 31 Stück habe ich noch. So, für die Erstversorgung. Zack. Und nochmal. Zack. Und nochmal. So, und jetzt noch für Volona. Gut. Alle wieder bei vollem da. Und ich muss jetzt mal ganz fix gucken. Bericht. Ganz fix. Haben wir noch genug? Das geht auch gerade noch. Geht auch noch. Da blüht es jetzt nicht. Okay, mit dem Eisstrahl wird das ein bisschen knapp. Aber alternativ haben wir noch Blizzard. Ja, man muss halt auch ein bisschen Auge auf die AP haben, weil es könnte dann doch irgendwann knapp werden. So, Pflanze. War das jetzt Pflanze? Warte mal, die sagt mir gar nichts. Da bist du ja. Dann sehen wir mal. Wessen Schicksal es ist, heute hier, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Nee, das ist Flug. Flug ist das. Okay, von Flug gab es ja da nichts. Also ist das irgendeine neue Person? Freut mich auf jeden Fall, seine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Kala. Kalia? Vor einigen Jahren habe ich auch die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin Inselwanderschaftschamp. Ich bereise die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auf Aoda-Region eine Liga, Pokémon-Liga, entsteht. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solche Überflieger sind. Das will ich sehen. Gucken, ob du halten kannst, was du versprichst. Und die Haare so auseinandergefächert wie Flügel. Und dieselbe Pose fast wie der Leiter von Team Skull. Okay, dieses Matchup ist ein bisschen trocken. Nicht sogar blöd. Ich hol Knogger rein. Ich hoffe jetzt nicht, dass der mit Stachler spielt oder sowas. Stahlflügel. Also der Gegner. Balla. Ja, Nitro-Ladung. Stahlflügel. Bams. Okay, mein Knogger macht mal wieder ernst, habe ich das Gefühl. Wieder mal keine halben Sachen bei Knogger.
Und nochmal Nitroladung. Zack. Und Knogger, mach weiter. Zack, der nächste Hieb und das war's für dich. So, die Nummer 1 ist down. Das ist schon mal gut. So. Wer kommt jetzt? Gefällt es. Soll ich meine Boosts ausnutzen? Nee. Schick Volona rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Los, komm, Volona. Einfach den Blizzard, bitte. Sehr schön. Eingefroren und wieder aufgetaut. Schmeichler. Hast jetzt meinen Spezialangriff erhöht. Um 2 Stufen. Ne, nur um 1 Stufe. Na gut, dann machen wir jetzt einen Eisstrahl. Und tschüss. Aber das ist mir ganz recht, wenn du mich geboostet hast. Machst mehr Schaden. Wenn ich Glück habe, ist meine Verwirrung auch gleich runter und dann geht das hier ab wie ein Zäpfchen. Nö, ich sehe es jetzt gerade gar nicht ein, zu wechseln. Wir haben jetzt einen Boost drauf und das ist ein X-Bad. Klar, X-Bad könnte uns jetzt gefährlich werden, aber vielleicht haben wir auch das Glück und halten den Treffer durch und geben ihm dann die Retourkutsche. Oh Gott. Und wenn wir uns jetzt selber hauen, muss ich halt mit Top-Genesung aushelfen. Ja. Top-Genesung sollten wir eigentlich alles wiederherstellen können, was wir jetzt gerade rein... Uppala, jetzt wollte ich fast einen Ball werfen. Uppala. Okay, Top-Genesung. Siegfried lässt grüßen. So. Okay, Giftzahn. Okay, dann... Eisstrahl. Superschall. Oh, und er trifft... Hat das jetzt mehr Genauigkeit? Weil 60% sind das. Und... Bams! Mich hätte es doch gewundert, wenn du das jetzt überlebt hättest. Nach deinem großzügigen Boost für Volona. Primarine, Level 56. Sehr schön. Nö, wir versuchen es weiter so. Tukanon. Komm, Eisstrahl. Komm schon, Volona. Sehr schön, super. Auf dich kann man sich verlassen. So. Shoryogel. Nö, wir bleiben weiter drin. So, Shoryogel. Jetzt geht's dir an den Kragen. Wegtanz. Au, 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 au. Warum setzt er das nicht gleich ein, um mich zu finishen? Na gut. Wolf Rock. Du bist dran. Steinhagel. Luftschnitt. Hm. Dann spamm ich dich eben damit voll, wenn du mich hier versuchst zu flinchen. Mistvieh. Danke, Rock. Danke. Das Flinchen geht mir hier auf den Sack irgendwie. Na. Und die Idee, so. Das war's. Und du hast nicht mal deinen Z-Angriff benutzt. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch Aula. Ich war erst skeptisch, ob Kukui
das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Ich will jetzt, ganz ehrlich, bevor ich da jetzt hingehe, will ich jetzt hier meine Pokémon schon verarzten. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da jetzt gleich unterbrochen werde, falls da jetzt noch was kommt oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne einen amtierenden Champ, also ohne einen fünften Gegner hier rausgehen. Das wäre sehr untypisch. Sehr, sehr untypisch. So, okay. Dann Äther. Wie viel habe ich davon? 2. Brauche auf jeden Fall hier den Eisstrahl. Und du hast eigentlich noch genug. Du geht auch noch. Geht auch alles noch. Bei dir auch. Also es war nur der Eisstrahl. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal, was nach der Top 4, wenn diese geschlagen ist, noch kommt. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.